Enrico Poltschke, 2 Etappensiege und den Gesamtsieg für das Team hier bei der Heimrundfahrt. Ich nehme an, ich treffe einen sehr erfreuten sportlichen Leiter. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind super glücklich. Wir haben 2 Etappen gewonnen, am Ende die Rundfahrt gewonnen. Das haben wir noch nicht geschafft bei der Deutschlandtour. Und die ganze Mannschaft hat super gearbeitet die ganze Woche. Wir können nicht glücklicher sein. Aber das war am Schlusstag heute schon nochmal ein hartes Stück Arbeit. Ja, es war der erwartete harte Tag, der letzte Tag mit den vielen Anstiegen in der Mitte. Wir wussten, dass es darauf ankommt und Nils war stark genug. Die anderen haben ihr Bestes gegeben, haben geholfen und auch Pascal ist ein super Rennen gefahren. Es war sicherlich spannend, aber wir waren stark genug, um den Sieg nach Hause zu fahren. Welchen Stellenwert hat die Rundfahrt hier? Ich meine, parallel läuft die Vuelta als große World Tour Rundfahrt, wo ja auch in Felix Großschartner um eine gute Platzierung kämpft. Aber hier so eine Heimatrundfahrt für die Mannschaft ist natürlich auch was Besonderes, auch wenn sie nicht den World Tour Status hat. Welchen Stellenwert hat das für das Team Bora-Hansgrohe? Ja, ich glaube, eine Rundfahrt zu gewinnen, das passiert nicht oft im Jahr. Und die Heimrundfahrt zu gewinnen, ist was ganz Tolles. Die Deutschlandtour war schon immer ein riesen Stellenwert fürs Team. Und wir haben uns vorgenommen, hier eine Etappe zu gewinnen und vielleicht jemanden aufs Podium zu bekommen. Jetzt ist es viel, viel besser geworden und ja, wir sind glücklich und es ist sehr, sehr wichtig fürs Team. Wie ist das mit Blick, das sind jetzt 4 Etappen, es geht dann irgendwie auch ruckzuck rum. Wünscht man sich da als Mannschaft vielleicht noch 1-2 Etappen mehr oder lieber vielleicht noch weitere deutsche Rennen? Ja, natürlich wäre es schön, wenn wir noch viele Rennen hier in Deutschland hätten und ich hoffe, dass es wieder dazu kommt. In den letzten Jahren durch die Pandemie sind leider viele Rennen ausgefallen. Wir hoffen, dass sich das im nächsten Jahr ändert. Und ich meine, die Heimrundfahrt zu gewinnen ist immer was Tolles. Und überhaupt Heimrennen ist man besonders motiviert. Die Fahrer sind motiviert, die Sponsoren schauen da natürlich auch besonders drauf. Und deswegen ja, wäre es schön, mehr Rennen in Deutschland zu haben und vielleicht auch eine längere Deutschlandtour. Vielen Dank.